I am sailing, home again across the sea. Ich segle wieder nach Hause übers Meer. Und am Ende, o Herr, um dir nahe zu sein, um frei zu sein. Heimkommen, nicht verloren gehen, frei sein. Für manche ein tröstendes Bild, wenn es um das Sterben geht. So schlimm es manchmal auch ist, es ist nicht das Ende. Es ist Übergang zu etwas anderem wie eine Reise. Der Totensonntag ist ein fester Gedenktag im Jahr der Kirche. Wir hier in Sülfeld denken an jene 42 Menschen, die seit dem letzten Totensonntag verstorben sind. Einer von ihnen liebte seine abgeschiedene Almhütte und eine hat ein Händchen für Rosen. Einer der 42 schob seine Enkel gern mit der Schubkarre durch den Garten und ein anderer war ein Top-Fußballer. Einer liebte Actionfilme im Fernsehen und ein anderer war so gerne bei seinen Tieren im Stall. Eine gab dem Sterben so viel Glanz und Leben und einer konnte kaputte Fahrräder zum Laufen bringen wie kein anderer. Eine der 42 buk bis zum Schluss in jeder Adventszeit die herrlichsten Weihnachtsplätzchen. Eine liebte ihren Hund über alles. Eine hat zusammen mit seinem Sohn Karate gelernt. Und eine machte den besten Schokoladenmarzipankuchen der Welt. Eine der Verstorbenen machte als Jugendlicher Hip-Hop mit seinem Bruder. Eine verlebte ihre behütete Kindheit gern draußen im Wald und am Fluss. Eine tanzte im Heim mit ihrem Pastor. Und für einen war das Holzmachen Lebenselixier. Einer der 42 fuhr mit seinen Engeln so gern Schlepper und konnte allen Kummer dabei vergessen. Eine beherbergte in ihrer Gastwirtschaft die herrlichsten Feste. Eine machte bis ins hohe Alter täglich ihre Gymnastikübungen auf dem Balkon. Und eine andere machte im Geschäft ihres Mannes die Buchhaltung. Eine kochte eine hervorragende Erbsensuppe. Eine andere wanderte gerne im Harz. Bei einem war Mittwoch immer der Enkeltag. Und einer trank gern abends zum Tee etwas Rum. Eine der Verstorbenen hatte in den Ferien immer so gerne Neffen und Nichten zu Besuch. Einer schnitzte wunderschöne Wiegen für seine Urenkel. Ein anderer war Kapitän zu hoher See. Und einer war ein Tierflüsterer. Einer werkelte am liebsten in der Garage. Ein anderer aß gemeinsam mit den Seinen nochmals richtig lecker Pizza, bevor er starb. Einer war ein erfolgreicher Sportkegler und ein anderer ein Lehrer und Fußballer mit Herz. Eine der 42 dekorierte mit Freude zu Weihnachten ihr ganzes Haus. Ein anderer war mit Leidenschaft Polizist. Eine war eine richtig tolle Leichtathletin und eine andere hatte immer eine richtig schicke Frisur. Einer fuhr mit seiner Schwester nach der Ernte immer mit Autos volle Power über die Felder. Für einen waren Steine die Leidenschaft. Ein anderer war ein wahrer Schaffer. Und ein anderer machte die herrlichsten Torten. Bei manchen waren bei der Beerdigung viele Menschen da. Bei vielen wegen Corona nicht alle, die gerne wollten. Alle Abschiede waren würdevoll. Wenn wir die Namen eines Verstorbenen hören, öffnet sich die Vergangenheit, schmerzhaft tröstend. In der Bibel heißt es, so sagt Gott,
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Deine und meine Verstorbenen sind nicht vergessen. Ihre Namen sind Gott ins Herz geschrieben. Ihre Namen erklingen in unseren Häusern, Gedanken und heute in dieser Kirche. Und sie sind hineingeknüpft in unseren Teppich der Erinnerung. Wir hören nun die Namen derer, die im zu Ende gehenden Kirchenjahr verstorben sind, die zu unserer Kirchengemeinde gehört haben oder hier bestattet wurden. Im November 2019 verstarben am 8. Andreas mit 46 Jahren, am 18. Livia mit 66 Jahren und Ib 81 Jahre alt. Im Dezember verstarben am 8. Thorsten mit 53, am 22. Willi mit 84 Jahren und am 30. Günther 74 Jahre alt. Im Januar 2020 verstarben am 6. Carola, 79 Jahre alt, und am 20. Kurt, mit 83 Jahren. Im Februar verstarben am 8. Erika mit 88 Jahren und am 19. Hilde, 79 Jahre alt. Im März verstarben am 2. Oliver, 44 Jahre alt, am 11. Gisela mit 80 Jahren, am 13. Michael mit 32 Jahren und am 22. Anneliese im Alter von 90. Im April verstarben am 15. Elfriede mit 92 Jahren, am 21. Peter mit 72 Jahren und am 23. Rudolf im Alter von 84. Im Mai verstarben am 15. Marie-Louise, 86 Jahre alt, am 21. Annemarie mit 93 Jahren und am 25. Ursula, 88 Jahre alt. Im Juni starben am 5. Ilse mit 99 Jahren, am 9. Christa, 72 Jahre, am 16. Otto mit 94 Jahren, am 19. Hans Heinrich, 76 Jahre alt, am 22. Gertrud mit 84 Jahren und am 27. Herbert, 89 Jahre alt. Im Juli verstarben am 1. Heinz, 89 Jahre, am 8. Harald mit 69 Jahren, am 10. Rudolf, 89 Jahre, am 15. Jason mit 23 Jahren, am 16. Klaus mit 55 Jahren und am 26. Walter, 81 Jahre alt. Im August verstarben am 22. Mariana mit 64 Jahren und am 25. Wolfgang, 82 Jahre alt. Im September verstarben am 10. Luise, 90 Jahre alt, am 13. Wilfried mit 60. Am 17. Hildegard im Alter von 77 Jahren
und am 19. Helga, 86 Jahre alt. Im Oktober starben am 18. Friedhelm, 77 Jahre alt, und am 20. Marcel, 36 Jahre alt. Im November verstarben am 2. Henry mit 80 Jahren und am 7. Lieselotte, 89 Jahre alt. Herr unser Gott, du hast ihren Namen gehört. Gib ihnen und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Dein Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. »42 Namen. Jeder Name steht für ein Menschenleben. 42 Mal auch Trauer und Schmerz. 42 Mal Abschied nehmen vom Großvater der Großmutter, vom Vater der Mutter, vom Mann, Frau, vom Partner, vom Bruder, von der Schwester, vom Sohn, von einem lieben Menschen.« So verschieden diese 42 Menschen gelebt haben, so verschieden sind sie gestorben. Manche sind plötzlich aus dem Leben gerissen worden, andere haben lange gelitten. Manche waren alt und lebenssatt, manche noch viel zu jung, das Leben eigentlich noch vor sich. Manche wollten sterben, andere hatten sich dagegen aufgelehnt. Und Angehörige standen an ihrem Weg. Manchmal hilflos am Ende ihrer Kräfte, manchmal helfend stark, tröstend. Menschen haben Beileid ausgesprochen, waren da, haben versucht, das Untragbare irgendwie auszuhalten. Und doch, loslassen ist schwer. Und wenn dann der Name erklingt, wenn wir das Bild eines Menschen sehen, einen ihm vertrauten Gegenstand in Händen halten, wenn Tage kommen, wie ein Geburtstag oder Feste wie Weihnachten, dann ist es manchmal so, als wäre es doch eigentlich erst passiert. Wir weinen, sind leer. Der Tod gehört zu dieser Welt, eine schmerzhafte Grenze, die wir oft genug wegschieben, verständlicherweise. Der Tod ist eine Zumutung, er nimmt in uns das, was wir lieben. Dein und mein Weg geht weiter. Die Trauer kann sein wie ein Haus mit vielen Räumen, Räumen mit Namen wie Einsamkeit, Verzweiflung, Wut, Zorn, Tränen, Verdrängen, Hilflosigkeit, Reden, Schweigen. Ich weiß nicht, in welchem Raum du gerade bist. Diese Räume müssen ausgehalten und durchgangen werden. So unterschiedlich das Leben, das Sterben ist, so auch die Trauer. Jeder trauert anders. Jeder darf anders trauern. Lange oder kurz, öffentlich oder im Stillen, in schwarzen Kleidern oder ganz bunt. Unnötig, Trauer zu verstecken. Ungut, den Schmerz zu verdrängen. Zu viel, um es alleine zu tragen. Und wir gehen durch die Räume unserer Trauer, manchmal alleine, manchmal mit anderen. Ich glaube, nie ohne Gott, hat er doch gesagt, im finsteren Tal, da bin ich da. Totensonntag. Dieser Sonntag hat auch einen anderen Namen, nämlich Ewigkeitssonntag.
Davon wird bei Beerdigung ja auch gesprochen. Der Tod kein Ende, sondern wie eine Türe. Ein Übergang in etwas anderes, Größeres. Auferstehung, ewiges Leben. Die Bibel sagt, dort bei Gott, da gibt es keine Tränen mehr. Kein Schmerz, kein Leid, kein Tod. Alles, was uns hier zu schaffen macht, alles macht Gott neu. Und ich überlege, wie werden wir dann aussehen? Was werden wir sehen und fühlen? Und überhaupt, was ist die Ewigkeit? Gibt es da noch Zeit und Raum? Viele Fragen. In der Bibel sagt Jesus Folgendes. Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und wenn ich dorthin gegangen bin und einen Platz für euch bereit gemacht habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen. Denn dort, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Ich lebe. Und ihr werdet auch leben. Häuser und Wohnungen stehen hier auf der Erde für Heimat. Hier darf ich sein, wie ich bin. Gestalte diesen Raum, wie er mir gefällt. Bin geborgen und geschützt, kann mich zurückziehen. In unseren Räumen und Häusern, da wird gefeiert und nachgedacht, gelacht und geweint. Ein Haus, eine Wohnung, mehr als nur vier Wände und ein Dach. Es ist der Raum. Dazwischen, gewebt mit Geschichten, Begegnungen, Erfahrungen, ein Leben. Und Jesus sagt nun, der Tod ist im Grunde wie ein Wohnungswechsel. Wer gestorben ist, kann nicht zu Hause bleiben. Wer gestorben ist, wird auf dem Friedhof begraben, aber auch dort ist er nicht zu Hause. Zu Hause, so sagt Jesus, ist ein Mensch bei Gott. In seinem Haus gibt es viele Wohnungen. Ich überlege, wie könnte das sein? Und ich lasse meine Fantasie spielen. Ich weiß, es ist nur mein Bild. Es ist mein Fenster auf die Wirklichkeit, die ich glaube. Also, wie könnte das sein? Dieses große Haus Gottes hat für mich eine große Türe. Jesus bringt unsere Verstorbenen an diese Türe. Und jeder bringt sein ganzes Leben mit. Alle Erinnerungen, alle Erfahrungen, alles, was Kraft geschenkt und Kraft gekostet hat. Das Gute und auch die Fehler. Und dort werden sie dann mit offenen Armen empfangen. Willkommen. Herzlich willkommen zu Hause, hier bei Gott. Dieses Haus hat viele Wohnungen. Vielleicht Wohnungen, auf denen die Namen unserer Verstorbenen stehen. Jedenfalls keiner ist alleine. Und manche Wohnungen nun, so stelle ich es mir vor, sind besonders. Da steht eine erste Türe offen. Die Mühseligen und die Beladenen gehen hinein. All jene, die im Leben nichts geschenkt bekamen, sondern sich plagen mussten. Und Jesus nimmt ihnen nun diese Last ab. Und wenn sie diese Wohnung verlassen, dann sind sie ganz erleichtert und befreit. Eine weitere Türe steht offen. Jene, die immer niedergemacht wurden, die immer nur am Rande standen, sie gehen dort hinein. Gott schaut sie an und sie entdecken nun, ich bin ja was Besonderes und Wunderbares. Ich muss mich gar nicht mehr verstecken. Und als sie diese Tür wieder verlassen, tanzen sie beschwingt ihren Weg. In einer anderen Wohnung können Menschen ihre Schuld loswerden. Das, was sie vielleicht lebenslang mit sich herumgetragen haben, den Seitensprung, den finanziellen Betrug, die vielen kleinen und großen Lügen, dass sie beim Mobbing gegen den Kollegen mitgemacht haben, den Streit mit den Kindern. Dort in dieser Wohnung, da wird viel geweint, so stelle ich mir vor, über das, was falsch gelaufen ist. Manche hatten ja Angst vor diesem Gericht Gottes. Sie sind jetzt erstaunt. Es ist nämlich ganz anders. Sie weinen, und sie werden erleichtert. Vor einer anderen Türe stehen Rollstühle, Krücken, Rollatoren und anderes mehr. Dort gehen alle Kranken, Gebrechlichen und Verletzten hinein, junge wie alte.
und Gott heilt sie. Und sie kommen gesund wieder heraus. Keine Schmerzen, keine Krankheit mehr. Nebenan, so stelle ich mir vor, in diesem Haus Gottes, dringt viel Musik und Lachen aus einer Wohnung. Man hört fetzige Musik singen, es wird getanzt. Hier sind alle Fröhlichen beisammen, die schon auf der Erde immer voller Freude waren. Sie spielen weiter und ziehen so durch den Himmel. Hinter der nächsten Türe wartet Gott auf die, die hier auf der Erde oftmals zornig waren, die gerne ihre Faust geballt hatten. Und Gott segnet sie mit Frieden und Versöhnung. Ihre Hände öffnen sich nun. Sie können sich und andere umarmen. In einem Raum versammeln sich die, die zu kurz gelebt haben, die nicht viel gesehen und erleben konnten, die noch gerne weiter auf der Erde geblieben wären. Und Gott begegnet ihnen und hält ihren Schmerz und ihre Klage aus. Und er verwandelt ihren Mangel in Fülle. Jetzt lachen sie zusammen. Und so durchschreiten unsere Verstorbenen diese und noch weitere Räume. Manche werden übersprungen, in manchen bleiben sie länger, in anderen kürzer. Doch, wohin gehen dann die Geheilten, die Tanzenden, die Entlastenden, die Singenden? Vielleicht, so überlege ich mir, ist in diesem großen Haus Gottes in der Mitte ein großer Saal. Festlich geschmückt ist er. Und alle, die hier bei Gott zu Hause sind, kommen da zusammen. Auch unsere 42 Verstorbenen und die anderen, die schon lange gegangen sind. Und Jesus ist auch da. So hätten sie sich das alles gar nicht vorgestellt. Es ist echt anders. Sie begegnen denen, die schon hier sind. Man umarmt sich, erzählt sich, wie feiert und tanzt und alle sind heiter und tragen Freude im Gesicht. Kein Schmerz, kein Leid, keine Tränen der Angst mehr. Alles ist hier gut. Die Ewigkeit, das, was nach dem Tod kommt, als ein Haus mit vielen Wohnungen. Es ist mein Bild geworden. Irgendwann werde ich vor dieser letzten Schwelle stehen und mein letzter Atemzug wird kommen. Im Glanz meiner Augen dann ein letztes Bild von dieser Welt. In meinem schwindenden Geist die Erinnerung an ein ganzes Leben. Und dann? Der kleine Löffel über dem Teller beim Mittagessen hieß bei uns zu Hause der kleine Prophet. Denn er hat gesagt, da kommt noch was, was Gutes. Wenn ich den Raum dieser Welt verlasse, dann will ich an die Worte von Jesus denken. Sie sind dann für mich wie der kleine Löffel über dem Teller. Da kommt noch was, was Gutes. Dieses Haus Gottes und Wohnungen, die auf mich warten. Und wie es dann sein wird, ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall werden wir erwartet von dem, der das große Ganze ist. Gott Anfang und Ende, nichts geht verloren. Jesus sagt, lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und wenn ich dorthin gegangen bin und einen Platz für euch bereit gemacht habe, dann werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen, denn dort, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Ich lebe. Und ihr werdet auch leben. Amen. Thank you.
leuchtet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen, wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wenn sich die stille Nottief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gott, wir bitten dich für die Trauernden. Wir danken dir für die Menschen, die Trauernde begleiten. Wir bitten dich für jene, die Angst vor dem Sterben und dem Tod haben. Wir danken dir für alles Glück. Wir bitten dich um Orte, wo Weinen und Lachen, Zweifeln und Hoffen Platz haben. Wir sehen auf unsere Zeit. Lehre uns angesichts des Sterbens das Leben. Dir sagen wir jetzt, was in unseren Gedanken und Herzen ist.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Teppich der Erinnerung in unserer Kirche hat sich gefüllt. Nicht nur die 42 Namen unserer Verstorbenen, fast 200 neue Namen sind dazugekommen. Von Menschen, die schon lange gestorben sind oder die ganz woanders gelebt haben, auch Haustiere sind dabei. Alle lagen uns am Herzen. Hier haben sie einen Ort. Golden leuchtet der Himmel. Wenn Sie wollen, kommen Sie noch gerne hier vorbei. Bis zum 22. November ist unsere Sülfelder Kirche geöffnet. Und hinten beim Eingang liegen dann auch Bücher aus. Buchempfehlungen, wie man dieses Thema Tod und Sterben mit Kindern anschauen und entdecken kann. Ein Buch, das mir selber auch sehr gut gefallen hat, ist dieses, Wo die Toten zu Hause sind. Dieses Buch entdeckt dieses Bibelwort von Jesus, davon habe ich auch meine Predigt inspirieren lassen. Nach Totensonntag wird diese Kirche dann umgebaut. Wir schalten um auf Advent. Was ich dafür noch brauche, sind Tannenbäume, so bis 2,50 Meter, 3 Meter Höhe. Gerne auch die schiefen und die krummen, die Sie vielleicht schon lange einmal absägen wollten. Bringen Sie sie ab dem 23. November hier zur Sülfelder Kirche, am besten unten schon abgesägt. Und dann, das verrate ich natürlich noch nicht, dann ab dem ersten Advent lassen Sie sich dann hier in der Kirche verzaubern. Ich wünsche Ihnen gute Tage. Bleiben Sie behütet gesund und erinnern Sie sich. Sie sind gesegnet. Gott segne dich und er behüte dich. Gott segne deine Erinnerungen und deine Tränen, dass alles fließen kann. Gott segne deine Zeit und deine Träume, dass dein Leben wächst. So halte Gott dich und alle, die zu dir gehören, in Händen. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.